Willkommen bei Malida und zu einer weiteren Folge Dead by Daylight. So, mit... War das jetzt Nick Cage, der das Geräusch gemacht hat? Also Nick fucking Cage? Oh, ich höre Steps. Ich höre Steps, aber erstmal kurz hier gucken. Jawohl. Okay. Dann habe ich das Totem für innere Heilung schon mal safe, ne? So. Und... Random, ne? Ach nee, das ist toll. Wer ist denn jetzt Mystic eigentlich? Das Mystic, glaube ich, ne? Ja, die hat eine Taschenlampe. Oh ja, ach, das ist die. Oh. Habe ich die da gerade gesehen oder? So, komm. Ja, die haben ja die den Onryo. Ne, überarbeitet. Und ich kann die Details dazu habe ich nicht im Kopf. Also was jetzt alles wozu führt und wie viel Heimsuchungen man bekommt oder wie man auch immer das nennt. Ich habe jetzt keine Ahnung. Ich weiß nur, wenn man jetzt ein Tape in der Hand hält, gaint man nicht diese Heimsuchung. Ne? Also man nimmt es hier auch an. Shit. Du nimmst dir das? Oh, shit. Ja, super. So. Aufgabe, Barbecue-Aufgabe auch fertig. Ich könnte eigentlich auch eins vertragen. Shit. Ich muss jetzt weg. Also, solange man so ein Tape in der Hand hält, gaint man keine Heimsuchung. Allerdings, wenn man mit einem Tape geschlagen wird, dafür... Umso mehr, jetzt bin ich falsch gelaufen, ne? So. Okay. Also vorher war es ja anders, ne? Vorher habt ihr dieses Tape, also ihr hattet jetzt, was ist das? Heimsuchung, ne? So, komm. Okay, jetzt habe ich gar nichts. Alles klar. Vorher war es ja so, dass ihr hattet ordentliche Portionen Heimsuchung und... Dann seid ihr zu so einem Fernseher gegangen, habt eine Kassette rausgezogen und musstet die irgendwo hinbringen. Ne? Während ihr aber die Kassette gehalten habt, habt ihr, glaube ich, hat man ja zusätzlich Heimsuchungen generiert. Ne? Und man war, wenn man sich zu sehr Zeit gelassen hat damit, ne, und ziemlich spät erst so eine Kassette geholt hat, dann war man richtig gefährdet. Ne? So. Okay. Ach da. So, das ist jetzt halt, wie gesagt, anders. Okay, du bringst weg. Hast jetzt auch keine mehr. Ich brauche jetzt irgendeinen aktiven Fernseher. Jo, hier. Oh, shit. Ich wollte mir gerade so eine Kassette holen, ey. Oh. Komm. Okay. Boah, ich hasse sie ja eigentlich, ne? Okay, sie nutzt jetzt irgendeinen Fernseher. Boah, jetzt habe ich schon zwei Striche, ne? Kommt die jetzt noch? Jo. Oh, hat sie mich gesehen? Shit. Jo, jetzt habe ich schon drei. Also es geht schon ordentlich schnell. Also man muss jetzt mittlerweile schon aufpassen. Und am besten hat man natürlich so eine Kassette. Das hindert natürlich einen auch beim Blenden, weil man hat das jetzt natürlich als, wenn man so eine Kassette aufnimmt, kann man jetzt natürlich zusätzlich zu so einer Taschenlampe und so weiter machen. Komm, ich geh mal hier helfen. Oh. Ja, erledigt, alles klar. Ich brauche jetzt einen Fernseher. Komm. Okay. Hi. Ich glaube, den habe ich noch nicht begrüßt, ne? So, jetzt. Ich glaube, am besten. Achso, hier. Bringe ich jetzt doch weg.
Jetzt muss man natürlich schauen. Jetzt, ich habe drei solcher Dinger, jetzt habe ich nichts. Okay, und jetzt brauche ich am besten noch ein Tape. Ja, ein Tape, was ich in der Hand halten kann, damit ich nicht wieder... Oh, die eine ist jetzt schon gefährdet. Die eine ist jetzt gefährdet. Heißt das Heimsuchung oder sowas ähnliches? Ja, wir nennen es jetzt einfach mal Heimsuchung. Also wenn es dafür jetzt einen anderen Namen gibt... Boah, jetzt habe ich schon wieder eins und ein Drittel oder so. Boah, geht das schnell mittlerweile, ne? Ah, du bist aus. Dann mache ich mal hier weiter, komm. Drei Gens haben wir schon fertig. Aber sie wird nicht gejagt, ne? Ich weiß gar nicht, wie das jetzt mit ihr ist, wenn man jetzt gefährdet ist durch diese Heimsuchung. Ob man dann hier diesen Killerinstinkt auslöst oder nicht. Schreibt es mir ja gerne mal in die Kommentare. Mit dem Onryo bin ich jetzt nicht so... ist so ein Killer, womit ich nicht so vertraut bin, ne? Also ich weiß jetzt nicht, wie das genauso für sie aussieht. Oh, shit. Ja, wenigstens... Ach, jetzt hat sie... Ah, die... Random Claudette hat... Ach, die hat sogar noch schnell getreten hier. Random Claudette hat auf jeden Fall jetzt ein Tape weggebracht. Deswegen ist sie jetzt nicht mehr gefährdet. Shit. Ah, scheiße. Nee, ist falsche Posi. Jo, das war mega doof von mir. Das war mega doof. Aber ich war schon dabei, als mir das einfiel. Toll, wie viel hatte ich davor? War ich davor bei 0? Habe ich jetzt drei Dinger dafür? Oh, scheiße, jetzt habe ich schon 4. Oh, das war mega doof von mir. Mega doof. Also, ja, nicht neben der, neben dem Onryo, wenn er in der Nähe ist, da so eine Kassette ziehen. Das lohnt auf keinen Fall. Kannst mich heilen? Kommt nicht, ne? Ja. Okay. Oh, war die da? Ich habe da irgendwie so komische Schlieren gesehen. Da bei dem Gen im Eingang, oder? Okay, danke dir. Oh, oh, oh. Die eine ist schon wieder gefährdet, ey. Ach, das geht momentan um einiges schneller als damals. So. Also man gähnt dadurch 3 wieder zurück, ne? Oh, Mystic ist fast, fast gefährdet. Achso, okay, komm. Ich heile dich. Aber du brauchst jetzt gleich unbedingt ein Tape und musst halt auch wegbringen, ne? Weil man kann nicht... Also so von meinem Verständnis her, ne? Also ist ein bisschen tricky. Ich habe jetzt auch noch nicht so häufig gegen den Onryo gespielt, seitdem der Onryo überarbeitet worden ist. Aber es lohnt sich nicht auch, jo. Also wenn jetzt Mystic ein Tape hat, das lohnt sich nicht, weil wenn sie einen Schlag kassiert, ist sie sofort gefährdet, ne? So. Jawohl. Alles klar, jetzt habe ich zumindest mein Tape und jetzt dürfte ich keine Heimsuchung mehr aufbauen, oder? Es sei denn, sie wird mich schlagen. So, ein Ding da. Entschuldigung. Mach die Stimme nicht so mit. Ein so ein Ding haben wir auf jeden Fall. Oh, Mystic ist jetzt auf jeden Fall gefährdet. Jetzt nicht mehr. Okay, ich sag mal, wir kommen eigentlich. Boah, zwei ganze Dinger. Und das Tape ist kaputt.
heile mich mal kurz eben mit innerer Heilung. Oh, die ist hier. Die ist hier. Ich meine, wir haben jetzt. Also. Diese ganze Sache hält uns aber natürlich auch schon auf, ne? Ich meine, wir haben jetzt schon die ganze Zeit drei Gens fertig und fehlen nur noch die zwei. Das darf ich schon wieder, ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ist nerviger. Was? Ach, du willst noch da. Ich muss nach oben, Kollege. Ich will einmal kurz ich wollte erst sagen, Scheiße wegbekommen. Ist es ja auch. So. Und jetzt soll ich irgendwie zu dir, doch nicht hier vorne hin, oder? Ja, der Jen hier ist. Ey, ja, schrei noch lauter, Cage. Jo, 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 pass auf! Jetzt habe ich natürlich keine innere Heilung am Start. Komm, hoffentlich ist hier noch eins. Jawohl. Okay, man kann sich auf manche, also auf die Spots kann man sich ja hier auf jeden Fall verlassen. Hauptsache, sie will gleich nicht tunneln. Um überhaupt noch einen Kill zu bekommen. Wobei so richtig... Stress machen musste sich eigentlich nicht. Wir kommen mit dem vierten Gen nicht weiter. Ich mache jetzt einfach mal hier, ne? Also den in der Lobby vorne am Eingang, der ist ja eh so präsent. Mal schauen. Und sie jagt Mystic auch wieder. Oh. Warum hat sie so lange gewartet? So. Ja. Du musst kaputt machen. Ich muss weiter. Vielleicht komme ich noch zu der Palette hier. Ah, jetzt lässt sie von mir ab. Okay. Und ich kann mich nicht heilen. Ich kann mich jetzt gerade nicht heilen. Jetzt habe ich hier nichts mehr in der Nähe, ne? Keine Palette. Obwohl, die eine ist noch da. Die ist ja noch da. Da könnte ich zum Not drüber springen mit Flink. Ja. Aber da muss ich sofort reagieren, wenn ich höre, dass sie... Oh, scheiße. Das hätte jetzt nicht passieren dürfen. Da muss ich sofort reagieren, eigentlich, wenn ich höre, dass sie aus dem Fernseher rauskommt. Wobei... Komm. Zack. Ups. Jetzt kann sie zumindest eine Zeit lang, ich meine, das haben sie auch reduziert. Also die Zeit, wo der Fernseher jetzt deaktiviert ist. Aber jetzt kann sie nicht hier hin. Immerhin. So, und der Dwight hatte auch den Gen ziemlich weit. Und Mystic ist jetzt down. Shit. Ach, schade. Schade ist das. Jetzt war ich natürlich nicht dabei, ob sie es jetzt auch darauf abgezielt hat, dass sie Mystic mit, also in der, ach mein Gott, mit Mystic noch einen Kill bekommt. So, komm. Okay, da hinten wäre noch ein Totem.
So, komm, komm, komm. Ja, jetzt darfst du mich nur nicht erwischen, ne? Jetzt ist die Frage, der eine ist da oben. Aber ich hoffe, ich bin weit genug weg, ey. Der Nicholas schreit ja, ne? Aber es kann gut sein, dass der Killer es jetzt drauf angesiedelt hatte und eventuell dann doch sich auf Mystic eingeschossen hat, damit er zumindest einen Kill bekommt. Oh, der macht den Ausgang auf. Und rennt weg, komm, dann gehen wir auch hin. Gehen wir jetzt einfach mal all in. Wir hingen ja noch nicht am Haken. Ich sehe sie nicht. Sie jagt aber Dingsbums. Das ging bis hierhin. Ja, dann ist der Radius ja auch ultra. Ja, ich kann leider keinen Schlag tanken. Shit. Shit, ich kann nicht tanken. Ich konnte nicht tanken. Ich hasse es, verletzt zu sein, ne? Ich hasse es, verletzt zu sein. Nicht verletzt, hätte man locker tanken können. Ey, dann wäre gut gewesen. Jetzt kommt ja noch ein Haken. Ich weiß nicht, was der andere macht. Befreiung, geil. Ja gut, okay, so kann man es natürlich auch machen. So ist dann eigentlich auch schon entspannt. Ja, und sie kommt auch raus. Ich kann mir vorstellen, sie hat sich auf Mystic dann eingeschossen, damit sie noch einen Kill bekommt. Glaube ich schon. So, die nächste Aufgabe fertig. Vier rote. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall Spaß gemacht und gefallen. Über ein Like, Abo oder Kommentar würde ich mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Bis zur nächsten Folge, würde ich sagen. Ciao, euer Malida.